Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von The Last of Us. Part 2, wir brauchen ein Boot. Hat mir eine zuverlässige Quelle zugetragen. Wir brauchen ein Boot. Ja, aber erstmal brauchen wir jetzt jede Menge Loot, der hier natürlich wieder überall in den Regalen rumliegt. Und ich habe gerade beim Starten des Spiels mal wieder in den Statistikbildschirm reingeguckt. Scheiße, haben wir ja zum Beispiel schon extrem viele Sammelkarten übersehen. Also ich glaube, fast die Hälfte an Sammelkarten haben wir nicht gefunden. Das ist ein bisschen sehr ernüchternd. Ich eigentlich schon dachte, ich hätte da ganz gut drauf aufgepasst. Verdammt. Ich hätte also auch hier lang gekonnt. Das ist jetzt gerade ein bisschen bitter. Das ist wirklich alles nochmal ablaufen. Anscheinend. Ich frage mich auch die ganze Zeit, ob man das Babygeschrei auf der Aufnahme hört dann. Ich weiß nicht, ob ich das hier in diesem Let's Play erwähnt habe oder in einem der anderen Projekte. Es sind neue Nachbarn eingezogen. Und die haben ein plärrendes Kleinkind. Das ist... Also prinzipiell ist ja gegen Kinder nichts zu sagen. Aber die Sorte, die nachts noch so laut ist, die ist schon leicht irritierend. Zumindest wenn es nicht die eigenen sind. Das ist, ich irre jetzt gerade etwas ziellos hier umher. Gerade nicht so sicher, wo wir denn tatsächlich jetzt hin müssen. Ich weiß nicht, ob man das merkt. Es ist irritierend. Na, aber dafür finde ich vielleicht noch den einen oder anderen Loot hier in den... Das ist jetzt nur so ein rudimentärer Sweep. Also ich... Ich suche jetzt hier nicht mehr alle Einzelheiten ab. Nehme ich hier nochmal überall durchs Wasser schwimmen, nochmal gucken, wo man überall langtauchen kann oder solche Geschichten. Aber einmal so hier im Kreis drehen, das ist durchaus noch drin. Ich war halt ein bisschen sehr auf Gegner konzentriert das letzte Mal, als wir hier lang waren. Und tatsächlich war mir gar nicht aufgefallen, dass das Boot noch da war. Da hatte ich ja schon so ein bisschen drauf geachtet, als wir die ganzen Kerle hier ausgeschaltet haben. Da oben würde ich ja gerne nochmal drauf. Nahkampfwaffe? Nee, Nahkampfwaffe brauchen wir nicht tauschen. Na gut, wollen wir einfach weitermachen.
die Erkenntnis, dass ich sowieso nicht mal ansatzweise in der Lage sein werde, alles zu finden, weil wir schon so viel übersehen haben. Das hat mich so ein bisschen ernüchtert, was das Absuchen der Areale angeht. Ich weiß auch nicht. Bitte. Da lang oder? Boah, wahrscheinlich. Erinnert so ein bisschen an die erste Uncharted-Fahrt da, den Fluss hoch. Stimmt ja, das Riesenrad. Ich kann auch aussteigen. Wunderbar. Im Lauschmodus das Boot orten, okay. Das ist halt so. Das macht theoretisch nur bedingt Sinn. Zumindest, na gut, das macht ansatzweise Sinn, wenn wir den Motor anlassen. Aber wie sinnvoll ist es denn wirklich, den Motor anzulassen die ganze Zeit? Wir brauchen leider 30. Das ist bitter. So, möchte jemand Eiscreme? Scream, you scream, everybody loves ice cream. Wie komme ich denn da rein? Warte mal. Aber hier komme ich durch. Ja. Jetzt muss ich aber nur mal kurz hier vorne gucken. Um sicher zu gehen. Ach, ich muss da sogar durch. Das habe ich mir fast gedacht. Okay. Ich bin mir übrigens inzwischen fast sicher, dass... also wir spielen ja auch noch als Abby. Ja, das ist ja kein Geheimnis. Und ich bin mir fast sicher, dass wir... dass unser Spielen von Abby parallel zu unserem Spielen von Ellie sein wird. Und wir dann erfahren werden, warum Abby sich im Aquarium versteckt war, warum sie von ihren eigenen Leuten gejagt wird und diese Geschichten. Das war quasi die gleichen Tage hier aus der anderen Perspektive nochmal erleben. So vom grundlegenden Konzept her gefällt mir der Gedanke, glaube ich sogar. Wobei ich fast versucht wäre zu sagen, noch cooler wäre es gewesen, wenn man sich das hätte aussuchen können. Wen von den beiden man spielt oder wen man zuerst spielt oder...
Okay, brauche ich da vielleicht mehr Anlauf? Mal ein bisschen mehr Schub. Jetzt gucken wir erstmal. Wie verschlossen. Ich glaube, ich spinne. Merkt man eigentlich, dass meine Prioritäten nicht unbedingt darauf liegen, Ellie zu finden? Nein, oder? Das ist noch keinem aufgefallen. Guten Tag. Der wirkt noch relativ frisch, ne? Beth, wenn du das hier liest, bin ich erledigt. Ich hoffe, es war keiner von diesen Scar-Wichsern, sondern irgendwie mit Ruhm und Ehre verbunden. Aber noch mehr hoffe ich, dass du noch weißt, wo wir die Drogen versteckt haben. Der Code ist 701264. Es ist nicht viel, aber mehr habe ich nicht. Ich will, dass du es nimmst. Mach's gut, Randall. Okay, das bedeutet, dass hier irgendwo noch ein Safe in der Nähe ist, ne? Geht doch. Ich sehe das Riesenrad. Abby. Ich habe darum gebettelt, dass du aufhörst. Das hier hast du dir selbst zuzuschreiben. So zerfressen von Rache. So. Das ist eigentlich das Einzige, was in ihrem Leben hier gerade noch existiert, ne? Da geht's nicht durch, okay. Ach, wir haben das da nur weggezogen, damit ich hier unten durchkriechen kann. Na gut. Okay. Wo geht's hier hin? Naja, in den abgeschlossenen Bereich hier, ne? Entschuldigung, die Frage ist, wo sind die scheiß Drogen versteckt? Ach, hier. Okay. Wie war der Code nochmal? 70 12 64 und dann die 64. Und dann die 12. Das werden natürlich, das werden wieder irgendwelche Pillen sein, mit denen wir upgraden können, ne? Das ist so das eine, was ich in diesem Spiel tatsächlich dann als Drogen interpretieren würde.
So. Mich beim Zielen schneller zu bewegen, war jetzt nicht unbedingt das Endziel, das ich erreichen wollte. Aber die Lauschmodus-Reichweite, die ist mir wichtig. So, jetzt können wir hier auch aufmachen. Fragt nicht. Ich krieg das hin. Moment. So, jetzt. Leicht überfordert, aber am Ende dann doch wieder. Alternative Bootssteuerung ist unter Optionen Barrierefreiheit verfügbar. Oh, ich finde die hier schon ganz in Ordnung. Aber Barrierefreiheit ist ja auch nicht unbedingt der Modus, der für mich gedacht ist. Ich krieg das Boot noch kaputt. Ich sag doch, ich krieg das noch kaputt. Geschafft. Da ist das Riesenrad, da ist unser Ziel. So, ich komme mir hier gerade so ein bisschen vor wie in The Sinking City. Habt ihr das mitgekriegt, dass Sinking City aus den Stores, Steam, Epic und alles genommen worden ist, weil die Entwickler sagen, dass der Publisher sie total verarscht und die Lizenz missbraucht und sie ihr Geld nicht kriegen und sie sich jetzt nicht mehr anders zu helfen wussten? Und das war schon, ist schon krass. Eine Werkbank. Okay. Wenn wir für das Entdecken dieser Werkbank hier jetzt ein Achievement erhalten haben, heißt das, dass ich stelle jetzt mal eine Behauptung auf, beziehungsweise ich stelle zwei Behauptungen auf und welche davon richtig ist, das könnt ihr dann selber entscheiden. Entweder wir haben irgendwie so eine bestimmte Schwelle erreicht, 50% aller Werkbänke im Spiel gefunden. Oder alternativ alle Werkbänke in Ellies Abschnitt gefunden. Natürlich überall unter Wasser immer irgendwelche Sachen versteckt sind, die werde ich garantiert nicht alle finden. Ich meine, hier war es jetzt relativ offensichtlich, aber so prinzipiell. Wie viele Schrauben haben wir denn inzwischen wieder? 58. Ja, Mensch. Hier könnten wir, für die Schrotflinte könnten wir die Feuerrate oder die Stabilität verbessern. Oder die Spanngeschwindigkeit unseres Bogens. Oder die Feuerrate oder die Nachladegeschwindigkeit unseres Revolvers. Und da es höchstwahrscheinlich nicht wirklich Sinn macht, großartig irgendwelche von diesen Schrauben aufzuheben, da ich davon ausgehe, dass Ellie und Abby unterschiedliche Inventare und unterschiedliche Ausrüstung haben werden, weil alles andere einfach keinen Sinn machen würde. Mal den Bogen ein bisschen schneller noch.
Ich gehe an dieser Stelle jetzt einfach mal spontan davon aus, wenn ich mich irgendwann in meinem Privatleben mal dazu entscheiden sollte, hier New Game Plus zu spielen, und das gibt es ja, dass ich die die Aufwertungen von Ellie mit Hilfe der Pillen und die Aufwertung unserer Waffen behalte und dann quasi aber in dem Durchspielen neue Pillen und neue Schrauben finden werde, um weiter abzugraden, dass ich dann irgendwann alles auf Maximum habe. Das ist ja so ein bisschen der Reiz von New Game Plus, ne? Wenn das nicht so wäre, warum sollte man mir dann New Game Plus zur Verfügung stellen? Da kann ich auch einfach New Game machen. Das ist fürs Let's Play irrelevant, das ist so eine Überlegung für mich privat, falls ich das irgendwann nochmal neu spielen sollte. Was ich tatsächlich von Zeit zu Zeit mal mache. Im Moment spiele ich, ich weiß nicht, ob ich da rein muss oder ob das ein optionales Ding ist.